Hallihallo und herzlich willkommen bei einem neuen kleinen Co-Projekt bei AFK Alles Furchtbar kommentiert. Ich bin der Daniel und heute gibt es keine klassische Konstellation bei unserem Co-Projektchen, sondern ja, ein neuer Kollege ist dabei, beziehungsweise ein bekannter Kollege ist dabei, der auch schon in einer anderen Let's Plays mit aufgetreten ist, der Olli von Spiels das Fail. Hallo Olli! Ich will dieses Spiel nicht spielen. Was hast du dir da schon wieder ausgedacht? Hey, du bist nicht der Alex, ja? Du bist nicht der Alex. Jetzt haben wir ich auf hab hier. Uns verwechselt. Hallo. Sag, von wem kommt die Idee für das Spiel, ja? Ich weiß nicht, ist mir so zugeflogen. Eine innere Stimme hat zu mir gesprochen. Halleluja. Ja, was spielen wir hier eigentlich? Haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? We Were Here, das ist der erste von aktuell drei Teilen. Der vierte ist wohl auch schon in der Mache und soweit ich weiß, hast du wohl schon mal den einen oder anderen Teil reingespielt oder gespielt. Genau, alle, die es so gibt, und wir machen uns jetzt warm für den vierten. Und du lernst es erstmal kennen. Ich lern's erstmal kennen, ja, ich werde hier vorbereitet sozusagen. Genau, schnack mal nicht lang rum, ich hatte gesagt, wir starten einfach mal ins Spiel rein und dann wirst du mir schon früh genug erzählen müssen, was ich zu tun habe oder was ich zu lassen habe. Genau. So, auf geht's. In 8, 7, 6. Wir sind auf jeden Fall zwei Explorer, obwohl du jetzt ja Librarian bist, in einem asymmetrischen Gameplay. Richtig, genau. Das heißt, wir müssen gemeinsam Sachen lösen, aber offensichtlich gucken wir jetzt erstmal ein Intro. Wir waren hier, sozusagen. Jawohl. Beziehungsweise wir sind es ja dann im Endeffekt jetzt noch. Eigentlich sind wir es erstmal, ja. Jetzt sind wir es. So. Also wir haben eine Burg im ewigen Eis entdeckt. Und bevor wir es vergessen zu sagen, kann man ja auch mal erwähnen, der erste Teil ist vielleicht im Endeffekt recht kurz, aber kostenlos. Könnt ihr auch gerne mal ausprobieren, bevor ihr hier reinlinst und danach sehen, was wir so gemacht haben vielleicht. Genau, vielleicht lösen andere das Spiel dann etwas schlauer oder besser oder kürzer als wir. Du weißt ja hoffentlich, dass du dir mit mir jemanden angelacht hast, der in Rätselknacken nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte ist. Ah, das weiß ich nicht. Also so sehr viel schlechter als ich waren auch noch wenige bisher. Ich habe mir ja jetzt wieder die Bürde auferlegt, dass man sagen kann, der kennt doch alles schon, warum erinnert der sich nicht richtig, warum stellt er sich immer noch so doof an? Vielleicht eine kleine Ergänzung würde ich schon für alle, die zuschauen, am Anfang nochmal machen. Es gibt hier in diesem Spiel so eine In-Game-Voice-Chat-Funktion via Walkie-Talkie. Das haben wir jetzt für das Let's Play nicht genutzt. Meine Katze sagt auch schon wieder Hallo, die hört man vermutlich im Hintergrund schon wieder. Genau, aber die könnte man auch nutzen. Das wird wohl vermutlich noch ein bisschen was zu der Stimmung beitragen. Wäre aber für uns mühsamer. Genau. So ein Let's Play. Haben wir uns dagegen entschieden. Ansonsten müsstest du jetzt irgendwo ein Walkie-Talkie rumliegen haben, was du dann auch erstmal aufnimmst. Ja, das habe ich schon. Das habe ich mir gerade eben vom Tisch gekrabbt. Toll, ich kann meins gerade wieder nicht aufnehmen. Hat der wieder meine Tasten nicht genommen? Warte mal kurz. Muss in die Optionen rein. Immer das Gleiche. Ja. Keybindings. Derweil gucke ich mir mal ein Buchcover an hier. Weiß auch nicht, der merkt sich meine Keybindings nicht. Komme ich denn? Achso.
Moment mal, gibt es eine elegantere Taste, um zurückzugehen, als E? Zurückzugehen? Ja. Inwiefern zurückzugehen? Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Buchcover aufgenommen gehabt. Oder halt ein Buch, besser gesagt. So. Und dann guckte das Buch an in der Nahansicht, aber das Ablegen des Buches funktioniert nur mit Escape. Ach so, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, beziehungsweise ich weiß auch nicht mehr, dass es eine bessere Lösung gab. Naja, jedenfalls, wenn ich das jetzt nicht kennen würde und auch jetzt, wo ich es kenne, wir müssen uns jetzt unsere Räume gegenseitig beschreiben, ne? Damit wir wissen, wer hat das Rätsel und wer hat die Lösung sozusagen. Achso, also ich würde mal sagen, ich habe hier auf jeden Fall mal eine Bibliothek in einer Burg mit zwei Geschossen. Ich befinde mich gerade im Untergeschoss, es gibt eine Treppe nach oben. Du bist doch schon allein ein Geschoss, also drei Geschosse insgesamt. Wahnsinn. Ja? Genau, und ja, was habe ich denn da? Ich habe hier auf jeden Fall mal eine Karte, die wohl so ein bisschen so aussieht wie eine Wegbeschreibung oder wie so ein Labyrinth. Aha. Hängt die? Liegt die? Oder kannst du die aufnehmen? Tisch. Ich guck die gerade mal an. Okay, aber so wirklich... Also ich kann die immer nur so ganz kurz angucken. Aha. Da liegen noch mehr Bücher. Hilft mir nichts. Da liegt noch eine Filmrolle, so wie es aussieht. Kann ich denn mit der Film... Kann ich irgendwo einen Film angucken? Filmrolle... Ja. Vielleicht. Ups. Das kann natürlich auch sein, dass ich dann so ein bisschen Sachen durcheinander bringe, dass das dann bei mir klingelt und ich nicht mehr weiß, war das erst im zweiten Teil, war das hier schon? Aber insgesamt kann ich mich an sehr wenig erinnern. Da muss man sich keine Sorgen machen. Für mich ist so ein Let's Play nach ein, zwei Jahren wieder blind. Okay. Was ich bei mir auf jeden Fall noch hängen habe, ist ein... Das sieht aus wie so eine Zeichenbeschreibung oder irgendwas mit Augen und Hieroglyphen. Mhm. Irgend so eine Zuordnung. Ich weiß jetzt nicht, ob du da irgendwas Entsprechendes dann bei dir hast, wo du damit was anfangen könntest. Also ich habe hier eine Mauer mit Zeichen dran. Und zwar sind das drei Zeilen. Die erste Zeile sozusagen hat drei Symbole. Die haben alle drei Symbole. Drei Zeilen, jeweils drei Symbole. Und an dieser Mauer ist... Da ist rechts und links eine Säule. An der linken Säule ist ein grünes Auge, an der rechten Säule ist ein blaues Auge. Das scheint zu der Beschreibung zu passen, die ich hier habe. Also ich habe ja auch grüne Augen, blaue Augen, rote Augen, also alle möglichen Augen, die man sich so vorstellen kann. Und erwähnenswert wäre noch, dass ich, wenn ich mich um 180 Grad drehe, an der Mauer dahinter in blutroter Schrift zu stehen habe, The Answer Lies. Also entweder liegt. Die Antwort liegt oder lügt, ja. Ach ja, stimmt. Das kann doppeldeutig sein. Okay, ich habe bei mir im Obergeschoss noch so einen komischen Schalter, den kann ich aber nicht... Ach doch, den kann ich betätigen, da passiert aber nichts. Erstmal. Ach Moment. Ah, und da ist auch noch eine Videokamera für den Film. Moment, ich hole mir mal kurz den Film. Ich gucke mir mal kurz den Film an. Ja, ansonsten ist hier, glaube ich, bei mir nichts weiter, was von Interesse wäre. So, wie packe ich jetzt da die Filmrolle da rein? Vermutlich mit... Halt, da war doch was. Da ist doch was kurz aufgeleuchtet. Ja. Nein! Bleibst du... Ach nö, jetzt ist die Filmrolle wieder... Na, ah. Ist die Filmrolle runtergeplumpst. Jetzt muss ich sie wiederholen. Zum Glück respawnen die. Die Frage ist, wie viele Raubkopien haben die denn? Ah. So, jetzt muss ich... Kann ich hier irgendwo das Ding einschalten? Was ist das? Da passiert nichts. Ah, kann das sein, dass es vielleicht sogar ein Nachfolgerätsel ist? Oder... Kann sein. Also wenn du was mit diesen Augen hast, dann fangen wir mal am besten damit an. Moment. Das sieht so aus, dass... Ja, okay. Keine Ahnung. Ich dir vielleicht die Symbole sagen muss. Die du dann brauchst. Oder du musst mir sagen, welche du brauchst, welche Zeile vielleicht. Ich habe ja nirgendwo was, um Symbole einzutragen. Ach so. Hast du irgendeine Übersetzung, welches Symbol was bedeutet ja, oder so? Ja, also ich habe so eine... also bei mir ist es so, ich habe hier an der Wand ein Plakat hängen. Das sind... Im Endeffekt sind es zwei Reihen von Augen mit 2, 4, 6, 8, 9 Augen untereinander jeweils, die unterschiedliche Farben haben. Das geht an von blau, rot, blau, grün
Und das heißt, ihr habt links eine Reihe, rechts eine Reihe und dazwischen, dann sind da jeweils immer noch so, ja, so Buchstaben quasi daneben. Also was ähnliches wie Buchstaben. Ja, genau, die habe ich in der Mitte an der Wand als Symbole. Also wenn ich dir jetzt sage, links grün, rechts blau, dann müsste das ja was Eindeutiges sein, oder? Dann musst du dazu... Ja, da habe ich hier, genau, da habe ich hier, was ist denn das? Ach, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Scheiterhaufen und ein A. Ein A mit dem dritten... Bein. Mit dem dritten Bein, genau. Ja, okay, ich stelle nämlich gerade fest, ich konnte die drücken. Also ich stehe jetzt vor den sozusagen Backsteinen und wenn ich dicht davor bin, kann ich die drücken. Also du hast nur dieses A, ja? Und einen Scheiterhaufen links davon noch. Links davon? Genau, also das ist so ein Kreis in der Mitte mit so einem X und nochmal so ein Senkrechtstrich. Okay, verstehe. Und das A hat so einen Strich in der Mitte, ein T, kleines T drin praktisch. Genau, ne? Richtig. Nochmal so einen kleinen Pimmel unten dran. Kann man auch sagen. Dann drücke ich die beiden mal. Ich drücke jetzt das A und jetzt drücke ich den Scheiterhaufen. Ich glaube umgekehrt. Der Scheiterhaufen ist links und das A ist rechts. Okay. Ja, stimmt. Also Scheiterhaufen und A. Okay, das war besser. Ja, das genau. Das hat bei mir eine Tür geöffnet. Und bei mir ein Achievement ausgelöst, sogar zwei. Ah ja, da ist auch eine Tür offen, richtig. Ich will jetzt aber den Kinofilm sehen. ich würde jetzt mal meinen Raum beschreiben, in den ich gerade reingehe. Ich höre eine Uhr. Ja, hier ist an der Wand steht so eine Kuckucksuhr. Die macht so ein paar dumpfe Schläge. Auf dem Boden ist so eine Art, Teppich ist das nicht, aber so in Teppichform, so quadratisch, so keine Ahnung, 3x3 Meter, so Rautenformen ineinander, schwer zu beschreiben alles. Spielt auch keine Rolle, wie ich mich erinnere oder nicht erinnere, aber man muss ja immer jedes Detail beschreiben, ne? Ja, ich höre dir gespannt zu. Auf jeden Fall ist jetzt bei mir wichtig, ich weiß es ja noch ein bisschen, ich habe jetzt wieder alle möglichen Symbole an einer Tafel, das sind wirklich richtig viele, das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Stück und ich habe an, da haucht mir was ins Öhrchen irgendwo. Ich habe ein Bild an der Wand von einem skurrilen Tierchen und ich glaube, das spielte irgendwie eine Rolle. Welche Symbole ich da irgendwie nehmen muss oder so. Ich beschreibe dir mal das Tier. Ja. Ja. Es hat lange Beine wie ein Storch eigentlich. Okay. Dann hat es so einen Puschelschwanz, so wie so ein Staubwedel ein bisschen. Ja. Dann hat es auf dem Rücken ein Schneckenhaus und einen langen Hals wie ein Schwan, sag ich jetzt mal, oder auch ein Storch. Und einen Totenschädel statt eines Kopfes. Verdammt, jetzt habe ich einen Moment lang gedacht, ich habe instinktiv schon das Richtige hier. Aber nee, dann muss ich nochmal gucken. Bis auf den Totenschädel hatte ich alles. So, jetzt müssen wir mal, du hattest das Schneckenhaus erwähnt. Ah ja, das wird dann wohl dieses hier sein. Also, das sind so Entenfüße. Ja, genau, so mit Schwimmhäuten. Genau, Entenfüße, okay. Gut. Lange Beine, wie ein Storch. Richtig. Puschelschwanz, Schneckenhaus und Skelettkopf. Ja, und langer Hals. Ja, hätte ich, doch, hätte ich jetzt schon gesagt, dass es lang ist, ja. Also wie so ein halt Storch oder Schwan oder sowas. Ja. Mhm. Okay, das heißt, du möchtest von mir jetzt wissen, was da für Symbole drunter hängen? Würde sagen, ach ja, stimmt, da drunter, siehst du, ich entdecke alles neu. Ja, genau, drei Symbole brauche ich. Ach du liebes bisschen, was soll das denn sein? Okay. Ich fange mal an. Links ist eine Ich würde sagen, es sieht so ein bisschen aus wie eine Schildkröte mit so einem. Mit so einem Plus in der Mitte oben nochmal. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Habe ich eingesetzt. Von oben betrachtet, ne? Die Schildkröte. Genau, richtig. Ja. Dann, ich würde sagen, eine Art Blume, so ein bisschen tulpenmäßig. Ja, was man auch so als Katzenöhrchen. Ach nee, die ist nicht geschlossen oben, oder? Die ist, genau, wie so Katzenöhrchen, richtig. Das ist auch eine passende Beschreibung. Mhm. Und dann, oh Gott, wie beschreibe ich das denn? Sieht so ein bisschen auch aus wie so eine Blume. Man könnte aber auch irgendwie eine Antenne rein interpretieren. Also die ist oben offen, ne? Die ist oben offen, genau, wie so ein Kelch quasi. Ist das an sich so eine Raute oben? Die oben offen ein Dreieck, ist, oder was? Das ist ein Dreieck. Dreieck. Ja, dann ist da aber noch sehr viel mehr, oder? Da ist so ein T-Stück in der Mitte. So ein Stahlträger oder sowas. Links und rechts nochmal so wie so ein. Wie so Handeln quasi.
aussieht. Ja, ja, genau. Genau, und genau. Dann ist das nochmal so kleine Querstriche und so wie so ein X. Ich probiere das mal. Probier das mal aus. Das war gut. Richtig. Meine nächste Tür geht auf. Kommst du schon weiter oder bist du noch in deinem Raum? Ich bin noch im Raum, aber ich habe irgendwas klicken gehört, bin ich der Meinung. Boah, das ist mir damals nicht aufgefallen, dass hier so, als wenn hier so ein Viech hinter mir her ist und gegen die Tür schlägt. Ich habe ganz fiese Geräusche. Ich gehe mal schnell weiter. Boah. Jetzt geht auch die Tür hinter mir zu. Oh, da ist Licht unter der Tür. Ist mir damals auch noch nicht aufgefallen. Entweder ist ein Grafikfehler oder es soll so sein. Also ich glaube, das Spiel möchte darstellen, dass mich was verfolgt. Immer wenn ich in den nächsten Raum gehe, geht's in den, wo ich gerade drin war, rein. So verstehe ich das gerade. Ist mir damals nicht aufgefallen. Okay, ich habe Glück. Ich bin hier, glaube ich, Mutterseelen alleine. Das Einzige, was hier in der Nähe ist, sind irgendwelche Skulpturen von so schwarzen Rittern. Wenn ich das mal so übersetzen darf. Was übrigens nicht so toll ist in dem Spiel, aber ist ja kostenlos und alles. Weiß nicht, ob du es schon ausprobiert hast, wenn man sich duckt, ist in VR, wie in VR, hat keinen Übergang, ne? Du bist direkt eine Etage tiefer, so. Ach so, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, du hast halt nicht diese Call of Duty-Animation, dass er jetzt in die Hocke geht. Ja, aber das ist ein bisschen langsamer funktioniert, sondern einfach so klick, klick. Genau. Ich bin jetzt bei mir im Keller, da ist auch alles unter Wasser. Da liegen ein paar Fässer rum. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass ich hier gerade drei Rohre vor mir habe. Jeweils mit einem, mit einem Drehrad, die alle eine unterschiedliche Farbe haben. Blau, Rot und Gelb. Blau ist links, Rot in der Mitte und Gelb ist rechts. Und das in der Mitte, das Rote, ist etwas höher als die beiden anderen. Ja, und ich habe das Problem, mein Wasser steigt. Oh. Ich habe hier nämlich auch einen Wasserstand und eine Treppe, die da runterführt. Und ich muss dir schnell, bevor mir die Luft ausgeht, ansagen, dass über meiner Tür, die noch verschlossen ist, das Wort green ist, aber in gelb. Mach was draus. Okay, also ich vermute mal irgendwie blau und gelb. Das kann's, oh, schon gelöst, ja. Ja. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum das green in gelb, keine Ahnung, was also, das mit dem gelb, das war zur Irreführung, du musstest sozusagen, das hast du sehr schnell gelöst, ja. Du musstest sozusagen die Farbe mischen, ja. Genau. Meine Tür ist aufgegangen. Sag mal so, es ist auch kein reines Gelb, es ist eher orange. Ich weiß nicht, ob es immer orange ist oder ob die Farbe einfach nur irreführend ist und ob die auch unterschiedlich ist. Die Frage, wenn wir nochmal einen Run machen sollten, kannst du das dann ja sehen. Wo ist denn jetzt bei mir? Wo geht's denn jetzt bei mir weiter? Ich muss nicht immer bei beiden weitergehen. Ach so. Allerdings bin ich jetzt, bin in einem Zwischenweg. Da komme ich allerdings gerade selber weiter. Ja, okay. Ich komme durch einen Gang durch und kann schon durch ein Gitter durchgucken. Da steht, bring down the guiding light. Genau. The guiding light. So, ich bin da jetzt, kann da jetzt auch reingehen. Und so viel kann ich ja schon mal sagen. Ich komme in ein Labyrinth rein. Müsste jetzt wahrscheinlich von dir wissen, wo ich so lang laufe. Dass diese Karte auf dem Tisch ist, die da so rumlag. Ich guck da mal drauf. Genau, bring down the guiding light. Oje. Okay, kannst du mir irgendwie beschreiben, wie dein Raum da gerade aussieht? Ich müsste mal irgendwie rausfinden, wo du gerade bist. Ja, also ich habe sehr lange Gänge. Ich gehe nochmal an den Anfang zurück. Also ich komme gerade rein, sehe geradezu diese Schrift wieder in Blutrot so. Bring down the guiding light. Auf dem Boden habe ich so eine Art so Kompassnadel. Ja, so mit Nord, Süd, Ost, West groß und dann noch so kleine, weiß ich nicht, Nordost und so diese kleinen Abstufungen, ne? Genau. So kleine Spitzen, genau. Dann kann ich nach rechts oder nach links gehen, beziehungsweise nach Osten oder Westen. Und geradezu im Norden ist dieses Bring Down the Guiding Light. Da ist erstmal Schluss. So. Und die Nadel vom Norden ist so leicht rötlich, rostig, wenn man genau drauf achtet. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielte. Oder ob Norden einfach immer irgendwie eine andere Farbe hat. Also ich habe auf dieser Karte auch diesen Kompass. Das könnte auch nur das Licht sein, weil da sind zwei Fackeln an der Wand, wo das steht, dass das so ein Lichteffekt ist. Müssen wir jetzt auch nicht alles überinterpretieren. Hast du in deinen Räumen irgendwelche Fässer, Kisten, irgendwas? Weil ich habe ja so eingezeichnete Fässer und Kisten. Ja, ich habe auf jeden Fall auch Gemälde an der Wand. Wenn ich nach Osten gehe,
ganz nach Osten zum Ende. Dann habe ich da dann habe ich da einen Hund mit einem Kerzenhalter auf dem Kopf mit 3 Kerzen. Der sagt, ich weiß mir nicht, ob der bei dir auftaucht. Nee. Also ich habe tatsächlich nur eine Karte, wo ja, ich sag's mal, ich würde es ein Labyrinth nennen. Ich weiß aber auch nicht, wo da der Ausgang sein soll. Also das könnte höchstens die Treppe hier sein. Aber das ist auch relativ einfach gehalten, wenn das hier ein Labyrinth sein soll. Ich habe Räumlichkeiten eingezeichnet und das sind eben dann Kisten und Fässer und ja, so Holzgeschichten quasi, so Bretter vielleicht noch auf dem Boden. Ja, das steht bei mir auch rum. Also ich habe Kisten, ich habe eine Leiter, ich habe so Ritterstatuen an der Wand und eben Fackeln. Und ich habe Hebel an der Wand. Ich stehe jetzt hier gerade vor einem blauen zum Beispiel. Ich bin jetzt 2-mal rechts gegangen sozusagen. Bin in einen Raum reingekommen, wo unter anderem ein blauer Hebel ist. Aber ich weiß noch gar nicht, wo du bist. Na, habe ich doch gesagt, 2-mal rechts. Also ich bin nach Osten gegangen. Ja, aber ich habe ja den Anfangspunkt von dir gar nicht. Ich stehe jetzt am Anfang. Kannst du mal bitte zum Anfang gehen und mir mal sagen... Ich bin am Anfangspunkt ja, jetzt. Okay. Ja, okay. Wie viele Fässer hast du bei dir stehen, wenn überhaupt? Da ist jetzt kein Fass. Wenn ich mich drehe, kann ich noch kein Fass sehen. Es führt bei mir links eine Treppe runter und rechts der Gang bis zu dem Porträt von dem Hund. Links eine Treppe runter. Okay, lass mich mal kurz überlegen, ob ich hier irgendwo... Ja. Ob ich hier irgendwo... Also, wo könntest du denn sein? So, und wenn ich links in den Raum runtergehe, da stehen so ein paar Fässer, auch 2 Vasen, die ich gerade sehen kann. Dann ist da noch so ein Tisch mit einem aufgeschlagenen Buch. Die üblichen Ritterrüstungen an der Wand. Ganz schön dunkel, oh hier, paar Fackeln. Oh je, also gut. Stimmt, es könnten auch Vasen sein. Kannst du mir mal sagen, wie viele Vasen da stehen? Waren das 2 oder? 2 habe ich entdeckt, ja. Nee, ich habe hier nichts mit 2 Vasen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es in deinem Raum war, aber guck dich auch mal um, ob du was über dir hast oder so. Als Spieler guckt man ja gerne nicht nach oben. Hast du irgendeinen Kronleuchter oder irgendwas? Weil Bring Down the Guiding Light klingt ja fast so, als wenn irgendwas dir woanders einen Hinweis gibt oder so vielleicht auch. Weil das ist ja jetzt der Hinweis von mir an dich. Bring Down the Guiding Light, denke ich mal. Moment mal. Vielleicht ist ja... So ist der Hebel jetzt eigentlich die ganze Zeit unten? Ich habe den doch vorhin... Mal gucken. Ist da jetzt was geändert? Ich bin das mal kann auf dem Kronleuchter. Ah, Moment. Ach, da hat sich jetzt was... Ah, okay. Ja, gut. Der Hebel war für das Licht des Kronleuchters da. Und der hat mir jetzt auf dem Plan Symbole eingezeichnet. Ich habe jetzt hier ein blaues X. Ich habe hier, ich würde sagen, sowas wie offene und geschlossene Türen in verschiedenen Farben. Mhm. Ich habe ein rotes X. Konnte ich mich doch noch dunkel daran erinnern, dass da irgendwas war. Also ich habe hier so, Dann wie nennt man die denn? So, wo du sagst geschlossene Türen. Und wie nennt man denn das? Mit so, ich habe hier so ein Gitter mit so Spitzen. Und die sind jetzt... Ja, ich kann eine Weile laufen und irgendwann ist mal eins zu. Also ich bin jetzt noch nicht so weit gelaufen, aber... Okay. Sag mir mal, oh, und hier läuft immer einer. Also wenn der Daniel ganz fleißig ist und unsere beiden Ansichten zusammenschneidet, dann kann er das vielleicht mal reinbringen. Ja, könnte ich vielleicht tun. Mal schauen. Man sieht hier ab und zu mal einen. Jetzt habe ich dich, ne? Jetzt habe ich dich erstmal in Bedrängnis gebracht, dass du es auf jeden Fall machen musst, als Service für den Zuschauer. Ja, auf jeden Fall. Also viele Tore sind offen und dann ist aber auch mal eins zu, zum Beispiel ein grünes. Da bin ich jetzt mal hingelaufen, aber ich laufe mal eher genau, zurück genau. zum Anfang. Wenn du beim grünen Tor bist, dann oder müsstest ich da hin? Du gegenüber vom... Ja, doch. Genau, ja, okay. Da bist du eine ich stehe vom grünen richtig. Tor. Dann müsstest du gegenüber vom grünen Tor auch nochmal so einen Gang haben, oder? Ja, ist jetzt die Frage, auf welcher Seite des grünen Tors ich stehe. Aber wenn ich mich... Also soll ich mich um 180 Grad drehen und genau, vom grünen Tor weggehen? Genau, 180 Grad drehen, dann einfach nur entlang laufen. Da ist ein Gang. Dann müsste da genau ein Gang sein, der nach rechts abbiegt. Ja. Und dann einmal zweimal nach links. Also zweimal nach links. Da müssten so Treppen sein und dann rechts nochmal eine Treppe und dann müsstest du eigentlich vermutlich schon am Ziel sein. Warte. Was meinst du mit zweimal nach links? Also ich bin nach dem Gang nach rechts ab. So. Genau,
Ja. Dann gibt es eine Möglichkeit, links nach unten zu gehen oder geradeaus weiter. Richtig, du gehst nach links. Geh nach links runter, okay. Dann kann ich, da habe ich ein Bild von von einem Hund mit Fledermausflügeln. Sehr süß. Dann gehe ich aber wieder links ab nach genau, unten. Genau, richtig. Okay. Und dann müsste rechts dann nochmal eine Treppe sein und ich vermute, dass das schon der Ausgang ist. Genau, die Treppe rechts geht hoch, da ist alles zu. Da sind Mauern und keine Tore. Moment, ich brauche noch kurz Licht auf dem Ding, weil irgendwie ist mir gerade das Licht ausgegangen. Hier ist aber rechts nochmal eine rote Tür, aber die ist zu. Moment mal. Ich mache mir nochmal Licht gerade. Ach so, dann sind diese X'e vermutlich Schalter dafür, wie man diese Türen aufbekommt. Genau. Okay. Das heißt, da wo du diese Treppe hast, die nach oben geht, die wahrscheinlich gerade geschlossen ist, wenn du da nicht rechts reinbiegst, wie ich dir vorhin gesagt habe, sondern einfach nur geradeaus weitergehst, dann müsste da so eine offene grüne Tür sein. Mhm. So. Und da dahinter ist ein grüner Schalter. Links um die Ecke. Okay, da gehe ich mal hin. Ja, da ist der grüne Schalter, genau. Okay. Ich kann den ja auch mal betätigen. Ja, vielleicht mach das mal. Siehst du in deiner Anzeige dann auch einen Unterschied? So, jetzt ist er betätigt. Noch sehe ich keinen Unterschied, aber ich meine würde grüne jetzt mal... Tür ist jetzt zu. Ach, die grüne Tür ist zu. Ach so. Ja. Ah, dann kommst du nichts mehr raus, ne? Genau. Dann musst du den Schalter nochmal drücken. Komme ich gar nicht mehr raus aus. Ah, ich komme doch, ich komme, glaube ich, anders aus dem Raum raus. Da müsste noch eine blaue Tür sein, die aber höchstwahrscheinlich auch geschlossen ist. Hast du recht, die ist auch zu, genau. Also komme ich hier nicht anders raus. Dann mache ich wieder grün. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch denken, in welcher Reihenfolge wir diese Schalter hier betätigen müssen. Ja, schön, ne? Ich würde erstmal an den Start zurückgehen und dann suchen wir uns einen Anfang, oder? Genau, das ist ein guter Plan. Das ist nämlich das Schöne daran, dass wir jetzt hier hin und her switchen müssen mit den ganzen Schaltern. Ja doch, Moment, der blaue Schalter zuerst, dann geht die blaue Tür auf, dann kannst du den grünen machen. Dann kommst ich laufe jetzt gerade wieder an der ersten grünen Tür vorbei, die zu war. Der blaue. Genau, kannst dir schon eine Strategie überlegen. Ja, doch, ich glaube, ich habe schon eine Strategie. Okay, so, jetzt bin ich wieder am Start, am Startpunkt. Ich brauche wieder mein Guiding Light. Das Guiding Light hat wieder Batterieprobleme hier gerade. Ja. Akku leer. Immer diese Knopfzellenbatterien da. So, vom Anfang an, also wenn du im Anfangsraum bist, müsstest du ja östlich von dir, also wenn du quasi geradeaus nach rechts gehst, müsstest du rechts dann nochmal einen Gang reingehen, der in einen Raum führt mit einem blauen Schalter. Ja, genau, den habe ich. Den betätigst du mal bitte. Das habe ich getan. So, dann gehst du zurück zum Eingang, beziehungsweise da, wo du hergekommen bist und gehst in die andere Richtung weiter. Ja. So, dann kommst du in so ein kleines Räumchen. Da ist dann rechts auch nochmal ein Durchgang. Ja. Da gehst du weiter. Und dann kommst du an eine Kreuzung mit einer Treppe links. Und rechts geht's weiter. Rechts, okay. So, und dann müsste jetzt die blaue Tür müsste offen sein. Genau, da gehe ich mal durch. Genau, dann bist du wieder beim grünen Schalter. Der war hier, jawohl. Den betätigst du bitte. Hab ich. Gut, dann müsste jetzt die grüne Tür geschlossen sein. Du gehst aber einfach wieder zurück zum blauen Schalter und betätigst diesen wieder. So. Ich muss sagen, ich habe jetzt hier nicht so die wahnsinnige Orientierung. Ich kam von da. Also eventuell musst du mich dann auch manchmal wieder hinleiten, aber ich weiß jetzt gerade noch, wo der blaue Schalter war. Okay. Okay, blau, damit mache ich mir sozusagen den linken Weg zu, ne? Genau, den rechten auf. Und da haben wir dann den roten Schalter freigelegt dann. Okay, dann habe ich jetzt den blauen Schalter gemacht und gehe aus dem Raum heraus rechts rum. Rechts rum, genau. Ich war. So, dann müsste der Gang einmal nach links gehen, einmal nach rechts gehen, nochmal nach rechts gehen. Und dann kommst du in so einen Vorraum, wo es dann... Oh, Hölle. So, blaue Tür ist offen, da gehe ich jetzt gerade durch. Ja. Jetzt ist mein Licht wieder aus. Okay. Verdammt, jetzt habe ich wieder vergessen, wo die Lichter waren. So, jetzt bin ich in so einem Raum. Mal direkt mal gucken, was ich da jetzt für einen Schalter finde. Müsstest irgendwo einen roten Schalter finden. So. Genau, durch die grüne Tür müsstest du durchkommen. Ach, hier muss ich noch runter.
Grüne Tür. Ah, warte, ich stehe gerade davor. Genau, grün ist jetzt offen, da gehe ich rein. Genau, und da ist ein roter Schalter gegenüber. Ja, den habe ich. Lege ich um. Genau. So, okay. So, jetzt haben wir die rote Tür zugemacht, aber jetzt müssten wir die andere offen haben. So, wenn wir jetzt wieder den blauen Weg zurückgehen. Genau, da wo, also du kommst jetzt quasi wieder den Gang zurück zum blauen Schalter, den du gerade eben gekommen bist. Oh, also wenn du aus dem vom roten Schalter aus dem Zimmer schon rausgehst, gehst du nach links weg. In den Gang. Ja, also da wo ich herkam, ne? Ja, genau. Ja, okay, ich gehe jetzt durch die blaue offene Tür zurück. Richtig? Okay. Und dann soll ich den blauen Schalter nochmal machen? Den blauen Schalter nochmal betätigen, genau. Okay. Bin kurz davor. So, blau ist wieder umgelegt. Jetzt muss ich wahrscheinlich nach links raus aus dem Raum. Richtig, genau. Wieder die andere Richtung. Einmal quer über den Startpunkt rüber. Einmal quer über den Startpunkt, rechts und dann nochmal rechts und dann müsstest du schon Richtung grünen Schalter wieder unterwegs sein. Rechts, nochmal rechts. Da geht's aber nochmal links durch eine blaue offene Tür. Genau, die blaue offene Tür. Richtig. Da gehst du durch. Okay. Jetzt bin ich beim grünen Schalter, ja. Genau, und den betätigst du nochmal. Ach, der ist gerade sozusagen geöffnet. Den lege ich jetzt wieder nach oben um. Okay, so habe ich gemacht. Genau, so, und jetzt gehst du durch die grüne Tür, die jetzt dann... Ja. Da sein sollte, und dann, wenn du da geradeaus weitergehst, dann müsste jetzt links wieder die Treppe sein und die sollte jetzt offen sein. Genau, das rote Tor ist jetzt oben. Kann ich rausgehen, sehr gut. Checkpoint reached.